Tritra-Tonala. Ja, ihr seht ja selber, was da los ist. Oh, ich weiß nicht, ob das auch so gut rüberkommt wie beim letzten Mal. Wir können ja mal den Schwenk rummachen. Da draußen sieht es eigentlich eher normaler aus. Da drüben sieht es so ja relativ gemütlich aus, nenne ich es jetzt mal. Ja. Da draußen wird man besser auf der Bilderserie erkennen. Da sieht man mal, was eigentlich, wie eigentlich Wolken aussehen müssten, könnten. Also was normale Wolken sind. Das ist also nicht da drüber das Graue, das normale Weiße, was so wie Wolke aussieht halt. So wie man das von früher kennt. Heute sehen wir halt Sachen, die keine Wolken mehr sind. Schade eigentlich. So wie das zum Beispiel. Wir haben ja heute wieder hohen Luftdruck eigentlich gehabt. Also das Wetter war ja auch schön. Man konnte nichts dagegen sagen. War eigentlich schönes Wetter. Aber das ist eine Erscheinung, die nicht zu dem schönen Wetter passt. Überhaupt nicht. Also ja nicht. Aber wir kennen das ja schon, das ist also nicht das erste Mal, dass der Berg so aussieht. Und ich habe auch Fotos gefunden, die 2, 3 Jahre alt sind, 4 Jahre alt sind, wo er auch schon so aussieht. Da habe ich es nur noch nicht erkennen können, was da stattfindet. Da sah er einfach nur, was ist denn das? Keiner wusste eine Erklärung. Und der Klünder macht sich wieder seine Gedanken und irgendwie, glaube ich, heute weiß ich schon besser, was da abgeht. Aber ist sicherlich alles nur Fantasterei. Von irgend so einem hohlen Rohrleger, wa? Eben so ein Chemtrail-Nazi-Tepp. In diesem Sinne, einfach mal wieder eine Abendansprache vom Kaspar. Scheint ja, wenn ich meinen Analytics glauben soll, was ich natürlich nicht glaube, tue, besser anzukommen als meine Timelapse und meine Fotosammlung. Aber ja, ist ja sowieso nur meine persönliche, ihr wisst schon, Therapie. Mir jetzt hinterher wieder besser. In diesem Sinne. Ciao, ciao.